Magdeburgs Trainer konnte es wohl kaum glauben. Seine Jungs geraten in Sandersdorf schon in der 12. Minute in Rückstand. Dan Lochmann mit dem 1:0 für den Oberligisten. Der Union-Anhang im Rausch. Gibt es hier die Pokalüberraschung? Ernüchterung allerdings schon 2 Minuten später, weil der Fünftligist unentschlossen agiert und Magdeburg Schröter ungehindert ausgleichen kann. Und dann erlebt Sandersdorfs Trainer Mike Sattlow auch noch einen lupenreinen Hattrick der Gäste. Nicolas Hebisch mit 3 Treffern in Folge. Auch dabei sehen die Unioner nicht immer allzu gut aus. Trotzdem, Sandersdorf gibt nie auf. Kommt noch vor der Pause zum 2:4 durch Öxner. So hofften die knapp 1000 Zuschauer doch noch auf die Pokalsensation. Aber Magdeburg kann nach der Pause durch Fuchs weiter erhöhen. Trotzdem war an diesem Abend mehr drin für Union Sandersdorf, die noch zum 3:5 treffen. Doch Magdeburgs Trainer musste sich keine Sorgen mehr machen, denn vom Elfmeterpunkt vergibt Union die Chance zum Anschluss und scheidet so zum 4. Mal gegen den FCM im Pokalviertelfinale aus. Was mich richtig ärgert, ist, mit so einem Fund der Führung da nicht ein bisschen zu wuchern, sondern innerhalb weniger Minuten das wieder herzuschenken. Ein Geschenk, das besonders den Magdeburger Kapitän freuen dürfte. Marius Sovislo wurde gestern 32.